bin die Natascha und das ist... Ich bin Sigrid. Und wenn du auch Bock hast, Schmuck selber herzustellen, dann schau dir unser Video an. Und falls du nicht alle Materialien zu Hause hast, komm einfach zu uns. Wir sind in der Schiller-Bibliothek im Makerspace. Und jeden Dienstag von 16 bis 19 Uhr kannst du das mit uns gemeinsam machen. Wir haben ja alles vor Ort. Los geht's. Ja, das sind die wunderschönen Schmuckstücke, die wir für euch vorbereitet haben. Das sind einmal Ketten und einmal Lederarmbänder mit einem Verschluss, damit ihr die natürlich auch wunderbar auf- und abnehmen könnt. Und das Beste, ein toller Anhänger, den ihr ganz individuell mit einer Gravur gestalten könnt. Und hier haben wir die Dinge, die wir für unseren Schmuckworkshop benötigen. Zum einen eine ganz normale Schere, verschiedene Zangen und ein Material. Eine wunderschöne Gliederkette. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Müsst ihr schauen, was ihr passendes habt. Wir haben diese hier. Passend zu der Gliederkette, kleine Karabiner als Verschlüsse. Und die andere Variante fürs Armband haben wir Lederbänder. Hier in unserem Beispiel haben wir ein 2 mm starkes Lederband. Passend zu dem Band die Verschlussklemmen, auch mit Karabiner. Da ist ganz wichtig, dass diese Verschlüsse natürlich passend zur Stärke des Lederbandes sind. Und damit wir unseren Anhänger befestigen können, haben wir hier verschiedene Biegeringe. Da ist es besser, wenn die etwas größer sind, sonst wird es zu fummelig. Und natürlich das Allerwichtigste, unser Anhänger, den wir gravieren möchten. Ja, und wir beginnen zunächst mit dem Lederarmband. Dafür brauchen wir erstmal diese Sachen nicht. Und als erstes nehmen wir uns das Band, messen die Länge ab. Das sollte passend um das Armgelenk sein. Das kann ich hier relativ passend machen, denn der Verschluss bietet mir auch noch ein bisschen Länge. Das messe ich mir ab, dass es einmal herum passt. Da. Und kann das wunderbar mit der Schere abschneiden. Das brauchen wir nicht. Das wäre jetzt mein Armband. Dazu passend haben wir unseren Verschluss. Und dafür wird das Band hier reingelegt. Wichtig ist, dass es hier nicht übersteht, damit es nicht rausguckt. Ich nehme das mal anders herum. Dann ist das besser zu sehen und ich kann es besser halten. So, dann muss ich das jetzt ein bisschen festhalten und nehme mir eine Zange und biege das zu. Erst einmal so ein bisschen und dann auch drehen, damit es herunterrum schön fest ist. So, den zweiten Verschluss mache ich gleich. Jetzt will ich erstmal den Anhänger noch anbringen. Ist ein bisschen einfacher, dafür den Biegering nehmen. Da ist die Öffnung, das ein bisschen öffnen, dann kann ich den Anhänger hier auffädeln. Und den Biegering wieder schließen. Wunderbar. Dann kann ich das nämlich hier wunderbar auf mein Lederband auffädeln. Wichtig ist, dass es immer gedreht wird, damit das wirklich fest drin ist. Kann man sehen, ob es fest ist. Und da ist schon mein wunderschönes kleines Armband fertig. Als nächstes zeigen wir euch, wie die Halskette mit dieser Gliederkette funktioniert. Dazu brauche ich die Gliederkette und die Biegeringe, alles was ihr hier seht. Und damit ihr das abmessen könnt, legt ihr das einmal um euren Hals und lasst ein bisschen Platz und dann schneidet ihr das ab. Das geht zum Beispiel mit so einer Kneifzange, die hat so ein Schneideinstrument integriert. Und damit kann man das einfach abknipsen. Wir haben ja hier ein bisschen größere Gliederkette, deswegen brauchen wir nicht zu viele Biegeringe, aber das zeige ich euch auch gleich. Als allererstes nehmen wir nämlich einen Biegering, auch wieder einen größeren. Den biegen wir ein bisschen auf. Wenn ihr dünnere habt, dann funktioniert das auch mit euren Händen. Genau, das ist nicht so schwierig. Dann nehmen wir ein Ende und führen das hier ein und nehmen dann gleichzeitig auch nochmal diesen Karabinerhaken. Den führen wir da ebenfalls ein, dann hängt das beides da drin. Dann greifen wir diesen Biegering mit den Zangen und ziehen ihn wieder zusammen. Super. Genau, jetzt haben wir das erste Ende schon fertig. Wenn ihr eben so ein bisschen eine größere Gliederkette habt, dann könnt ihr das hier einfach so verschließen.
dass ihr es das dort einhängt. Habt ihr eine kleinere Gliederkette, könnt ihr hier am Anfang zum Beispiel auch nochmal einen Biegering dran machen. Dann könnt ihr das so wieder verschließen. Genau, jetzt haben wir hier schon eine Kette. Und jetzt wollen wir noch einen Anhänger dranhängen. Den nehmen wir und dafür brauchen wir noch einen zweiten Biegering. Damit das hier ein bisschen, damit das hier mittig hängt, zieht ihr das einmal komplett in die Länge, schaut, dass der Karabinerhaken ganz oben ist und am unteren Ende nimmt ihr wieder einen Biegering. So, den biegt ihr auseinander und hängt ihn mittig hier unten rein. So. Wenn das hier hängt, könnt ihr den Anhänger nehmen, den schiebt ihr dort wieder rein und genauso wie vorhin biegen wir das wieder zusammen. Darauf immer schön achten, dass es hier bündig ist, dass kein Schlitz entsteht, sonst flutscht der Anhänger am Ende wieder raus. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann haben wir hier auch schon unser Modell. Ja, und jetzt wollen wir natürlich unsere wunderschönen Schmuckstücke gravieren. Da brauchen wir als erstes den Gravierstift und eine Unterlage, damit wir unseren Tisch natürlich nicht beschädigen. Und für die, die noch nicht genau wissen, was, haben wir ein paar Vorlagen, ein paar Buchstaben oder ein paar kleine Symbole, doppelseitiges Klebeband und Schere, damit wir unseren Anhänger fixieren können und der nicht wegrutscht während des Gravierens. Probestücke, auf denen wir einfach mal probieren können, wie sich der Gravierstift darauf verhält, weil das ist anders als mit einem normalen Stift zu malen. Ein Stift, mit dem wir das Motiv auf dem Anhänger vorzeichnen können. Und natürlich unsere Schutzausrüstung, eine Schutzbrille, damit nichts in die Augen kommt. Und, haben wir gerade alle zu Hause, die Corona-Maske. Jetzt geht's los. Ich zeichne mir hier etwas vor. Und zwar möchte ich ein wunderschönes, na, ihr könnt es selber erkennen, was das wird, ne? Ein S wie Sigrid. Aber erst nehme ich mir so ein Probestück. Das doppelseitige Klebeband habe ich schon mal aufgeklebt. Jetzt ist nur wichtig, die zweite Seite abzumachen. Dann kann ich mir meinen Anhänger hier fixieren. Und dann geht's los mit diesem Gravierstift. Anschalten und einfach mal hier so raufhalten. Dann merkt man, das hüpft quasi so ein bisschen über das Metallteil. Und dann kann ich hier meine Form relativ einfach nachzeichnen. So, genug probiert. Jetzt nehme ich mir meinen echten Anhänger, drücke den hier fest und auf geht's. So, und die Reste, die jetzt hier drauf sind von dem Stift, das kann man mit ein bisschen, ja, kann man einfach so wegwischen und dann ist das eigentlich schon erledigt. Wer mag, kann auch gern noch auf der zweiten Seite einen zweiten Buchstaben oder ein anderes Motiv gravieren und dann ist das schöne Armband schon erledigt. Und hier könnt ihr sehen, wie unser Endergebnis dann aussieht. Ja, dann danke fürs Zuschauen und Mitmachen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald live in der Farbe im Makerspace wieder.